Leute, hier Schutzmann, ja. Ege. Brauche ich ja auch keinem mehr erzählen. Ist einfach ein Monster. Ne? Also, besonders hier im Ranked oder das ist schon ein sehr starkes Schiff. Was echt präsent sein kann. Also, als ob du, ja, keine Ahnung. Wenn du hier um die Ecke kommst, dann kann der Gegner auch schon hier Fuchur, den Drachen aus einer unendlichen Geschichte rufen, weil er wegfliegen möchte. Ne? Natürlich hat die Ege auch Schwächen. Die hat ein paar Lücken in der Panzerung. Also die Nase ist nicht sehr doll, der Popo ist nicht so doll. Aber wenn du angewinkelt bist, ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielst, dann kannst du das schon auch nicht wegstecken. Auch in der Überzahl. Ne? Also. Aber wenn so eine Ege um die Ecke gerusht kommt, dann weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, dann Fuchua flieg und will sich der Gegner auflösen. Aber keine Sorge, Fuchua kommt heute nicht. Ne? Ja, drei Kreuzer, drei Schlachtschiffe. Ich mag dieses Matchup sehr. Besonders wenn keine Idee ist, den du dann am Schluss eben noch ewig jagen musst oder so, sondern das ist einfach hier drauf, dran und rüber. Ne? Also, wie gesagt, wie auf so einem Pornodreh oder so. Da geht es nicht um Liebe, da geht es um Tatsachen. Ja, fast 12 Kilometer Aufdeckungsreichweite, das ist natürlich unschön, aber beweist ja auch nur, dass du ein breiter Schrank bist, dass sich jeder schon von Weitem sehen kann. Hat vielleicht nicht nur Nachteile. Doch, spielerisch hat es nur Nachteile. Aber trotzdem, das Ding ist einfach sehr kräftig. Die 305er, die sind manchmal wirklich pure Magie. Ich habe, wie gesagt, ich hab ein bisschen durchgetauscht. Ich hab noch ein St. Louis, noch ein Fun Spike Video. Mal gucken, was ich nochmal an lustige Kreuzer nehme. Vielleicht nehme ich mal die Kano. Habe ich auch mal Lust zu. Was habe ich da auch nicht? Die Ibuki könnte ich eigentlich auch mal nehmen. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gefahren. Ist hier eine Ibuki drin? Ne. Kronstadt habe ich leider nicht. Azuma, ja. Weiß nicht, finde ich langweilig. Azuma schockt mich. Also Azuma ist ein starker Kreuzer. Besonders im Random. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie. Mit dem Panzer zum Schützen festfahren und alle wundern sich, warum du Schützenkönig geworden bist, weißt du? Ich muss mal gucken. Ja, ansonsten, ich habe noch mal St. Louis, habe ich noch eine Runde. St. Louis war sehr schwer, wie gesagt, ist ein starker Kreuzer, aber im Ranked hast du halt einfach zu kämpfen damit, dass du super wenig HP hast. Das stört ein bisschen. Aber ja, Takahashi, Ibuki mal nehmen. Vielleicht mal eine Buffalo. Oder die Tulsa. Die könnte man auch mal nehmen. Ist auch ein witziges Schiff. Ja, irgendwie. Mir wird schon noch was einfallen. Ich weiß aber nicht, ob ich. Es wird doch. Jetzt Freitag ist doch wieder der Patch. Das heißt, das wird wieder resettet. Und nächstes Mal ist Stufe 8 wieder. Und dann, glaube ich, gibt es wieder 9 und 10. Dann muss ich diesmal durchziehen. Obwohl, manchmal nervt es echt. Uiuiui, da kommt schon der erste Statist auf den Pornodreh. Manchmal nerven diese toxischen Leute, ne? Aber kannst nicht machen. Eieiei, das war aber Glory Hole, sein Großvater. Und jetzt gibt's nochmal den Rest hier. Jo, denn eigentlich gleich weiter. Nicht lang schnacken. Zwei aus drei und auch zwei zieht das. Ja. War vielleicht nicht die beste Idee. Nackt auf der Tanzfläche und hoffen, dass die Nebelmaschine einen unsichtbar macht. Aber jetzt ist auch egal. Jetzt hat dich der Security rausgeschmissen und gefragt, ob du nicht ganz sicher bist. Aber naja. Trotzdem, Amagi ist noch am Start. Amagi hat ein bisschen bessere Panzerung. Ist zwar nur Stufe 8 Schlachtschiff, aber na, egal. Ich bin aber auch im Push-Fieber. Mich interessiert der Cap auch gar nicht. Ich will an die Amagi ran. Ich hoffe nämlich, dass ich das noch schaffe. Mein RPF zeigt halt immer noch auf die alte Position.
Und dann wollen wir hier mal die Billy Boys auspacken und gucken. Oh, da ist er schon. Mein RPF mich aber reingelegt, doch. So was Gemeines. Ja, aber nicht nur das. Man sieht ja noch den Nebel von der Glory Hole Aktion. Und er ist Fußballfan hier vom ersten FC Breitseite, aber Ultras, ne? Erste FC Breitseite Ultras. Er macht keine Anstalt. Drei Schiffe stehen neben ihm. Na gut, jetzt lenkt er ein bisschen. Nee, er lenkt sogar wieder gut zu mir ein. Man darf ja nicht vergessen, die Amagi hat sehr viel Secondary. Oh, schau mal, schön 13k. Es läuft wie so ein kleiner Bergbach den Pfälzer hinab. Da kommt HE. Oh, ich dachte, das hätte gelangt. Aber ne, man, 5 aus 6 war okay. Ja, jetzt kommt die Amagi. Ich glaube, wird aber noch mal gierig. Ne, der Kollege lenkt ein. Ach, natürlich brenne ich. Fladi meinte ich. Fladi dreht. Ah, Fladi ist auch. Hat aber so eine dicke Russennase, die schon ein bisschen was abbekommen hat. Vom Ritter-MMA oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder aus einem Slap-Contest. Der kann ein bisschen mehr ab. Da hat mein Azuma-Spiel aber völlig daneben geschossen. So, was machst du jetzt? Würdest du bitte eindringen? Ich sehe, dass er halt an die Insel ranfährt. Also hoffe ich, dass er nochmal dreht. Das war ja armselig. Das war ja so ein Frühspritzer. Ja, wir haben noch die Azuma, Friedrich der Große und die Vladi. Also fahre ich erstmal ran, mach den Spotmeister. Schiffstechnisch steht es ausgeglichen. Captechnisch sind wir natürlich im Vorteil. Also ist der Gegner im Zugzwang. Das heißt, ich chill jetzt erstmal. Na? Ich hab hier schön auf dem Pornoset mein Bestes gegeben. Jetzt brauche ich mal eine Pause und trinke einen Eiweißshake. Und dann geht's gleich weiter. Ne? Ja, schickt mal alle eure Flieger, ist mir egal. Denn wisst ihr schon mal, wo ihr nicht längs fahren könnt. Mittlerweile müsste es ja eigentlich schon jeder wissen. EG hat Dead Joke. Finde ich nice. Ich mag Dead Jokes. Besonders ja, allgemein Dead Joke. Okay, Leute. Wie nennt man ein kleines Pony? Ein ganz kleines Pony mit Brille? Seepferdchen. Das finde ich witzig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oder was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Ist super schön. Feier ich. Ja, jetzt schmeißen sie natürlich alle ihren U-Boot-Schlag. Nicht, weil sie denken, sie können mich damit versenken, sondern damit sie meine Position bestimmen können. Da habe ich aber nicht so die Lust zu. Also mache ich gleich die Flak aus. Die Azuma ist weitergefahren. Sonst wäre ich. Ja, ich schreibe noch. Don't push. Müssen wir nicht. Weil wir haben. Ipiranga ist nicht das bestgepanzerte Schlachtschiff. Hat eine Menge Kanonen, kann echt hart austeilen, aber wenn du so einen Piekser in die Rippe kriegst, dann machst du gleich, holst du Luft wie so ein Karpfen. Ne? Also da muss man schon ein bisschen chillen. Ja, ich mach Flak aus, weil ich keinen Bock habe jetzt hier. Kann ja jetzt sein, dass der denkt, boah, der absolut böse Eger-Spieler ist weg. Jetzt kommt die Azuma. Azuma dreht weg. Und jetzt kommt Friedrich der Grobe. Wir mögen grobes. Grobe Leberwurst. Ist lecker, wenn du mit den Stückchen da drin hast. Also warten wir. Wir wollen noch ein bisschen Damage machen. Ich versuche noch mal einen anzusetzen an die Azuma. Die macht nämlich komische Sachen. Das war ja wieder traurig. Einfach zu früh gekommen hier. Na, jetzt. Chillen, chillen. Er tut mir auch sogar richtig den Gefallen.
Ja. Er dreht weiter ein. Ich muss tiefer ziehen. Ich muss tiefer ziehen. Er ist weg. Nein, er soll nicht weg sein. Das meine ich jetzt. Hat er kurz die Decke über den Kopf gezogen und weg war. Na, aber immerhin, ne? Fast eine 20k Schelle auf dem Friedrich der Grobe. Das ist schon auch nice, ne? Also. Er braucht Unterstützung. Ja, mein Gott, na gut, komm ich mit, wenn du jetzt unbedingt da die Low-Vladi rausdrücken willst. Meine Hydros aus. Da ist der Flieger von Friedrich der Groben. Alter, ich habe nur einen Secondary-Treffer. Die Admiral Schröder kann einpacken. Na, oh, das war schon. Das war schon nice. Ich weiß nicht, irgendwas war doch total schlecht an der Kronstadt. Hatte die so eine schlechte Panzerung? Ich weiß es gar nicht mehr. Da hat sich aber einer erschrocken. Ja, aber was dachte denn der Vladi-Spieler, was passiert? Also ist das immer die Maiglöckchen gießen oder? Manchmal weiß ich auch nicht. Aber er ist schon mal besser als dieser toxische DD-Spieler. Ich weiß nicht, warum ich jetzt. Ich glaube, ja, jetzt ist wieder E-Gear. Passt ganz gut. Ne? Ich stehe natürlich voll in der Secondary. Und denke mir, Mensch, hier, der E-Gear spielt. Oh, grün an. Jetzt mache ich auf Breitseite. Aber meine Rippen sind nicht von schlechten Eltern. So. Oh, das war aber unfair. Aber das, glaube ich, das ist wie diese Trostmechanik, ne? So ein Schamschutz ist das immer so. Ich weiß auch nicht. Will ich da hinterher oder cap ich? Ah, ich cappe. Das bringt mehr Base XP. Oh, fast 7. Der Azuma-Spieler ergibt sich aus seinem Schicksal. Bringt nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn großartig repariere. Die Piranga steht da. Im Wartemodus. Fehlt noch irgendwie die Musik. Also wenn du bei der Agentur für Arbeit anrufst, diese schlechte Musik. Hallo! Ein Mitarbeiter ist gleich für Sie verfügbar. Haben Sie Fragen zu dies und das, drücken Sie die 1. Haben Sie sonstige Fragen, drücken Sie die 2. Sie können das auch online machen. Was für ein Scheißspruch, Alter. Ach. Zum Glück war ich noch nicht so oft arbeitslos in meinem Leben. Das wird auch verrückter. Ja, GG. Masterhead 242 sagt gut gemacht. Ja, na mal gut, fast. 140.000. War aber Spaß gemacht. Das war so eine klassische EG-Ranked-Runde. Schauen wir uns gleich mal die Gefechtsauswertung an. Okay. Das Replay sagt, nein, wir schauen uns das nicht an. Hm.